Hallo und herzlich willkommen zurück hier im LS22 auf der Nordermarsch. Ja, ein bisschen habe ich weitergemacht, ne? Ich bin jetzt hier beim dritten Vorgewende. Abfahrer habe ich mir auch schon hingestellt zur Seite. Steht der Johnny mit dem Clasks-Anhänger. Und ja. Ja, was soll ich sagen? Gibt nicht viel Neues, nicht wirklich. Die Kartoffelsortieranlage ist soweit erstmal durch. Also, ich sag mal, die Anhängers, die wir da reingekippt haben, die ich reingekippt habe, die sind durchsortiert. Jetzt müsste ich natürlich dann die Anlage mit dem Teleskoplader befüllen. Was ich denn jetzt auch demnächst ja machen werde. Ich denke mal jetzt in der oder in der jetzigen oder zur jetzigen Zeit erstmal nicht, da wir hier ein, zwei andere Sachen zu tun haben wie Ernte und dies und das. Und wieso ist meine Tür auf? So. Wie gesagt, jetzt steht erstmal Ernte an und ich sag mal, den Rest mit den Kartoffeln werde ich dann machen, wenn das mit der Ernte ein bisschen weniger geworden ist. Ich auch wieder ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein bisschen Zeit zwischendurch habe, denn, ne? Ein bisschen das gute Wetter noch nutzen, was mir hier bleibt. Weil am nächsten Tag oder so soll es, glaube ich, wieder regnen. Und ja, dann kann man sowas wie mit den Kartoffeln mal wieder machen oder zwischendurch dann wieder machen. Das ist nämlich dann kein Problem. Ja, gestern Abend kam ja kein Livestream. Ja, was soll ich sagen? Ich bin mal wieder nach dem Armbrot auf der Couch eingepennt. Dann war es mir nachher auch schon, ja, so spät auch nicht. Das war dann um kurz nach 8 oder so, als ich aufgewacht bin wieder. Da habe ich gesagt, nee, komm. Dann lässt du den heute sein, den Livestream. Also gestern, ne? Und dann machst du halt heute ein, wenn nichts dazwischen kommt. Ich werde da auch nochmal, weil ich selber nicht weiß, ob ich da weitermache oder da weitermache, werde ich heute nochmal so eine kleine Abstimmung machen, wo ihr denn auch mitentscheiden könnt, so ein bisschen, auf welcher Karte wir denn heute weitermachen im Livestream. Wie gesagt, wenn nichts dazwischen kommt, wenn alles klappt, ne? Wenn ich nicht wieder auf der Couch einpenne nach dem Armbrot, wer weiß, ist auch immer so eine Sache. Das Feld hier halb fertig. Dann haben wir noch ein kleines Feld. Und zwar hier. Ne? Und dann muss ich mal gucken. Entweder ich mache die Sonnenblumen jetzt. Weil wir haben hier einmal Sonnenblumen und hier einmal Sonnenblumen. Oder ich warte noch bis November. Genauso wie mit den Zuckerrüben. Ich hätte hier einmal Zuckerrüben und hier auch noch. Entweder mache ich die Zuckerrüben jetzt. Oder ich warte noch bis November, ne? Weil dann kann ich nämlich beides gleichzeitig machen. Und ich glaube, beides gleichzeitig ist, glaube ich, besser als zweimal
dasselbe machen, ne? Oder jetzt machen, denn wieder warten bis November, bis sie dann das zweite Feld machen können. Ich glaube, da ist beides gleichzeitig machen, glaube ich, besser. So. Dann haben wir hier dreimal Vorgewende fertig. Werde ich, glaube ich, hier gleich einmal das Vorgewende um die Insel rumziehen. Würde ja auch doch das passen. Das Vorgewende da machen. Dann schick, ne? So halbwegs. Hinkommen. Ja, und wenn wir das denn hier durch haben, wie gesagt, jetzt Sojabohnchen, denn wie gesagt, fangen wir an mit Mais, ne? Mais. Geht erstmal los mit Mais häckseln. Stand gefahren, ist jetzt nicht weiter schlimm. Ne, freue mich schon ein bisschen drauf. Ich bin am überlegen, also ich werde ja die Fläche und die Fläche werde ich ja zur Biogasanlage bringen und die Fläche werde ich dann für den Hof. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, für die Fläche hier das Silo voll zu machen. Da bin ich am überlegen, ob ich da nicht Maisballensilage mache. Also sprich, ich würde mir die Gülwall einmal mieten und da Maissilageballen draus machen. Weil da sehe ich mich dann vom Dings dann doch ein bisschen mehr. Weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass sich das lohnt, da das Silo voll zu machen. Da liegt nachher nichts drin im Silo. Und ja. Wäre für mich dann auch ein bisschen verschwendeter Platz sozusagen. Vor allem kann er dann auch nicht mehr durchfahren. So wie jetzt immer noch. Ja, ein bisschen zu früh aufgeknallt. Und ja, wollen wir gucken, ne? Ich glaube, das wäre einfach halt besser, ne? Wie gesagt, die große Fläche, die kleine Fläche zu BGA. Oder die größere Fläche hier, die kleine Fläche zu BGA halt. Ne? Ich glaube, das lohnt schon eher, wenn wir das zu Biogas, wenn wir da Maissilage, Maisballensilage drauf machen.
Stelle fort. Dings habe ich ja dafür. Was heißt, habe ich ja dafür? Also, habe mir ja noch so einen Trigger gesetzt. Müsste ich mir nur noch eine Zange holen. Weil eine Zange habe ich, glaube ich, nicht. Das wäre jetzt auch nicht das Problem, da so eine Silo-Zange zu holen. Ich hätte es gleich so machen sollen, einmal hier, zack, bumm, einmal durchfahren hier. Arbeitsbreitenmäßig passt erstmal ganz gut. Ja. Hat er wieder wunderschön gemacht. Ja, das ist so gerade meine Überlegung halt mit den Mais-Silageballen. Das ist, glaube ich, die beste Variante. Oder ich würde halt, weiß ich nicht, warten. Bis zum Frühjahr und dann aus der Grassilage oder aus dem Gras dann Silage machen für die Kühe. Oder für die WGA. Und wir fahren die gesamte, das gesamte, nein, den gesamten Mais für die Kühe ein. Könnte man auch noch machen, ne? Könnte man auch noch machen, ne? Dass ich komplett den Mais für die Kühe nehme, die dann Anfang des Jahres, denke ich mal, dazukommen würden. Ja, ich muss noch mal gucken. Muss ein bisschen überlegen, wie ich das mache. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt vorgewendemäßig alles fertig. Kann ich jetzt hoch und runter fahren hier. Aber ist ja jetzt nicht mehr viel, ne? Wo das Vorgewende weg ist. Wir nehmen einmal hier noch durch, hier das Stückchen und dann gibt es hier nachher gleich bei der.
So, gut. Ich sehe aber auch gerade, dass wir schon wieder am Ende angekommen sind. Ich werde vielleicht den Rest hier offline alles fertig machen. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Eventuell auch schon beim Maisfahren, denn mal schauen. Wie gesagt, ich werde auch noch die Abstimmung machen, ne? Für heute Abend. Wie gesagt, wenn nichts dazwischen kommt, dann heute Abend Livestream. Auf welcher Karte, wo, was, wie gesagt, mal schauen, ne? Ansonsten bis dahin. Ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, würde ich mich riesig darüber freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüssi.